Autofahrer müssen sich bis voraussichtlich Donnerstag, den 17. September, auf Verkehrsbehinderungen auf der Strom- und der Zollbrücke einstellen. Die MVB reparieren ihre Straßenbahngleise. Die Arbeiten finden auf der Zollbrücke und auf der Ostrampe der Strombrücke im Gleisbereich statt. Die Fahrbahn ist mittlerweile in einem gefährlich schlechten Zustand. In Richtung Zentrum sind beide Brücken für den Kfz-Verkehr gesperrt. Stadtauswärts wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Eine Umleitung über Berliner Chaussee und Markgrafenstraße ist ausgeschildert. Die Straßenbahnlinien 4 und 6 fahren wie gewohnt. Die Nachtverkehrlinie N1 wird über den Nordbrückenzug umgeleitet. Die Haltestelle Zollhaus entfällt.